Meinst du etwa so? Autsch. Ah! Ey, der ist runtergeplumpst. Gut. Welche Folge? Alter. Ich dachte, der war bei mir. Ich muss mir anschauen, dafür, bis ich das... Das dauert noch ein halbes Jahr. Gefühlt. Keine Ahnung. Alter. Mann, ich hätte es dir gegönnt. Ich hätte es dir leider gegönnt. Klingt witzig. Oh Gott, ey, ich muss nur aufpassen, dass mein Nachbar nie rüber geschissen kommt. Der heult dann wieder rum, weil ich so laut bin. Wegen sowas kommt der safe nicht rüber, du hast ja gebrüllt bei den Kindern. Nee, das waren nicht die Kinder. Da hab ich GTA gezockt und bin auch gespawntrapped worden von den Idioten. Da bin ich das richtig ausfällig ausgerastet. Könntest du jetzt mal warten? Ja, ich laufe ganz normal. Oh, dein Glück, dass ich... Also ich sag nur so, ohne Fehlerfall 4 wäre es kritisch geworden. Ich hab nur Fehlerfall 2. Ja, weil ich hatte trotz Fehlerfall 4 nur noch 4 Herzen. Und ja, das nenne ich ein World Edit Loch. Welches? Das da. Nö. Oh, wir kommen schon wieder zum Sand. Und zum Tannenbaumwald. Yay! Davon haben wir ja in alle Himmelsrichtungen immer welchen. Ja, ich würde jetzt wieder, ich würd wieder aufs Meer. Oh, oh, ich. Warte, hab ich. Ich hab keine Silk-Touch-Picke. Scheiße! Warum brauchst du jetzt eine Silk-Touch-Picke? Spring rein! Ich hab eine Silk-Touch-Axt! Ich weiß nicht, ob das was bringt bei den Dingern. Aber ich gehe dir. Korallen. Ja, bringt's. Ich gehe ja sowieso woanders farmen. Ich habe da meine kleine Ecke. Hast du einen Screen gemacht? Ich weiß, wo das ist. Ach so. Das ist einfach nur dann den anderen Tunnel weiterfolgen zum zweiten Dorf. Meint ihr nicht irgendwer, gibt's hier Seegurken? Sonst ja, wir das, ja, da hast, da kriegst du das Leim da raus. Ich weiß. Warte mal. Leim da, wenn man das jetzt mit dem Tinten, also mit schwarzer Farbe kombiniert. Nein. Nee, okay. Gute Idee, geht aber leider nicht. Aber ganz ehrlich, sind wir ehrlich, brauchen wir wirklich grüne Schafe? Ja. Und ja. Für meinen Spaßraum. Für die unterschiedlichen Elemente. Genau. Ja, dann reicht doch hellgrün. Nein. Justin, du hast kein Mitspracherecht. Das weißt du schon. Warum nicht? Ike, einmal bitte nach rechts. Sag mal, ich kenne so schon den Weg nicht mehr Heme. Nein, jetzt... Ike, bitte. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Das ist sehr, sehr groß dort. Warum habe ich kein Mitspracherecht? Das sieht aus wie ein Tempel. Das ist kein Tempel. Warum habe ich kein Mitspracherecht? Weil du bist. Können wir da vor 2 Tage vom Server bannen, nur wegen dieser Aussage? So. Ich finde schon, dass das Mobbing ist, Darko, schäm dich. Ach ja, scheiße, ja, dann gibt's ja auch Kollegen hier. Ich wäre dafür, dass wir... Ich kann gerade nicht. Nein, ich wäre dafür, dass wegen Mobbing, dass da vor 2 Tagen, wenn der Server online ist, nicht online kommen darf. Hat dann gedroppt? Nee, ach, scheiße. Und Darko kommt genau dahin, wo ich die Kiste looten will. Hast du sie gelootet? Nee, weil du ja dort bist. Ich sehe sie halt nicht mal. Weil ich sie auch noch nicht freigeschalten habe. Freigeschalten alleine? Hey, mi. Dann muss man die hier wirklich freibuddeln, ne? Manchmal ja. Nicht immer, aber immer. Aber in der Regel. Was, wenn die Kiste nicht ihre Regel hat? Ich hab schon wieder eine Schatzkarte. Ich auch. Ich
weiß nicht. Irgendwie passt das noch nicht. Mit dem Dach bin ich mir noch nicht zufrieden. Na, die Schatzkarten lasse ich jetzt drinne. Ich habe noch eine. Die Schatzkarten lasse ich jetzt schon drinne, weil das sind ist eh immer dann das Gleiche. Hast du hier in diesem Mittelding schon eine Kiste gefunden gehabt? Nein, da war ich noch nicht. So, welche Horden an Wassermobs mich gerade verfolgen? Das ist gut, lenk mal ab. Oder verreck mal. Wow. Ledertunika, ein Goldnugget, ein bisschen Weed. Aber. Man könnte aber auch. Aha. Eine neue tolle Idee, mal schon auf die mir besser gefällt. Noch eine Schatzkarte. Das ist jetzt drin. Oh, das ist dann nach Osten. So. Oh. Ich muss mal kurz die Schatzkarten vergleichen. Okay, es sind wirklich dieselben. Ram, lenkst du mich, wohin wir müssen? Nach Osten. Nach rechts. Und dann werden wir uns auf dem Heimweg machen. Das ist ja scheiße, wenn wir hier nichts finden. Viel Spaß, wir müssen erstmal nach Hause finden. Soll ich die Koordinaten sagen? Nein, die weiß ich. Aber trotzdem, wir sind echt weit weg. Sagst Bescheid, wann wir wieder irgendwie abbiegen müssen? Immer geradeaus. Echt, sind die so weit weg manchmal? Bei der zweiten Karte, die ich habe, wird einfach mal kein Punkt angezeigt. Weil wir zu weit weg sind. Leicht nach links bitte steuern. Doch, leicht. Es müsste mindestens doch ein Punkt doch immer angezeigt werden. Nein, wenn du zu weit weg bist. Ein kleiner. Nein, ja? Wenn du zu weit weg bist, wird nichts mehr angezeigt. Okay. Das wusste ich jetzt hier nicht. Hier zum Nadelwald. Was hast du jetzt erzählt? Was hast du? Ancient Debris. Also du hast den Punkt getan, oder? Warte, langsam, geradeaus. Und stopp. Nö, die ist natürlich auch noch unter Wasser. Ja. Da ist sie. Ich kann das wieder alles mitnehmen. Wer säuft da gerade? Dreimal darfst du raten. Ach, du hast immer noch kein Respiration auf dem Helm, oder? Nö. Darum. Warte mal, dann kann ich die wegwerfen. Die, da sehe ich nur noch einen winzigen, verpixelten Punkt. Na gut, wir kommen wieder zurück. Also ganz zurück. Ja. Oh, ich habe diesen Bug im Boot. Ich hasse das. Wo man sich so dreht. Warte mal kurz, das geht so nicht. Ich hab den immer noch, hä? Ich muss das Boot mal kurz abbauen. Sag mal. Ah, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Sag's mal die Koordinaten. Ich weiß irgendwas mit minus 8000, oder? Minus 8000 und 5300. Dann. Oder Justin? Was? Koordinaten minus 8000 und 5300. Also, ich stehe jetzt gerade auf meinem Dach und die Koordinaten lauten minus 8913. Also minus 8000 und 5000 dann. Nee, 6000. Plus 6000. Das heißt. Ja, so in die Richtung ungefähr. Also immer über Land rennen. Ich weiß nicht, was ihr mit eure 5000 hattet.
5000 ist dann das Villager-Dorf. Das Eichel sind. Gucken, wenn ich jetzt so laufe, verändert sich die. Wenn ich jetzt so laufe, verändert sich die. Muss man erstmal straight in die Richtung rennen. Können wir nicht gleich beide machen? Dann kommen wir nicht genau so raus wie gewollt, weil dann kann es passieren, dass wir direkt nebenher vorbeirennen, wie CO2 so beim letzten Mal. Mhm. Ach, das sind 3000, das sind 2000 Blöcke. Aber hier waren wir, da steckt ein Pfeil. Ich weiß, hier kommt auch gleich die Schlucht. In die du mich runtergeworfen hast. In die du mich werfen wolltest. Nein, ich bin immer noch der Ansicht, dass das Darko vielleicht verdient hat, oder? Ja, er wollte mich auch heimtückisch runterwerfen. Nein, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Dann ist das doch verdient. Du warst weit genug weg. Ich hätte dich viermal schlagen müssen, damit du da reingelandet wärst. Ja. Immer die. Guck mal, jetzt kommen immer diese Ausreden, die Faulen. Mm. Furchtbar, oder? Das sind keine faulen Ausreden, das sind wissenschaftlich bewiesene Tatsachen. Zeig mir bitte den Wissenschaftler, der das bewiesen hat. Genau. Hast du Studien dazu aufgestellt? Ich hätte gerne mindestens 3 verschiedene Langzeitstudien. Bei sowas braucht man keine Langzeitstudien einpassen, sondern einfach nur den Algorithmus kennen. Nein, dafür braucht man Studien, da sind wir uns alle einig. So, oder? Und ich brauche keinen oder ich brauche es nicht, um zu erkennen, dass Nacht wird, also geht bitte pennen. Geht ich immer noch. Immer noch nicht in der Overworld. Boah, ey. Wir müssen doch nur hier auf die Bäume hoch. Und da ist ein Dorf. Na gut, dann gehen wir schlafen. Ja. Sollen wir auch recht sein? Okay. Ich schwöre hier so eine hässliche. Drückt er mich zur Seite, der Arsch, nur um da reinzukommen! Hä, was, wie, wo? Ich hab dich nicht mal berührt! Du hast mich voll zur Seite. Ich war bei 1000 Kilometer von dir weg! Nee, du hast mich richtig ausgebremst gerade. Guck, also wenn du in meinen Hintern reinrennst, kann ich dafür nichts, aber ich hab's nicht gesehen. Ich hab's in der Aufnahme, ich war weit vor dir. Ey, guck mal, wie provokant der Darko wird. Das ist nicht mit provokant, aber. Ike, ich glaube, die brauchst du, oder willst du die noch selbst machen mit dem Netherite? Das hab ich schon. Also. Also wirklich, ich habe dich meiner Meinung nach wirklich nicht. Nee, gesehen. Doch, du warst hinter mir. Ich wollte in die Schmiede dort reinrennen. Auf einmal rennst du oder sprintest an mir vorbei und dadurch berührst du mich und ich werde langsamer. Aber du bist doch selbst gesprintet. Wie soll ich dich dann einholen? So, ist jetzt alles gelootet. Ich hatte eine einzige Kiste. Ich auch. Die in der Schmiede. Villager, verpiss dich, ist mein Bett. Und da unten ist noch ein Haus. Da will ich jetzt pennen. Liege. Na gut. Leck gerade. Oder? Nee. Nö, bei uns nicht. Achso, ich kann da einfach. Apropos, warte mal, das sind stinknormale Village. Da ist ein Creeper. Hier gibt's nur normale, hab ich schon geschaut. Oh, wow. Was seht ihr denn unter normale Villager, wenn ich fragen darf? Die traden nichts. Das dann sind die kein normalen. Kein Crafting ja. Das sind die stinknormalen aus der 1.12 Version. Na, nicht ganz. Die Textur wurde ein bisschen geändert. Na, auch nicht immer. Das sind die normalen aus der 1.12 Version. Nee, in manchen Biomen wurden die Texturen geändert. Ja, Darko 2.
Wieso ich? Nein. Ich hab dir recht gegeben. Nee, ich hab jetzt Darko 2 gesagt. Denn Justin benimmt sich gerade wie Darko. Vor allem, wenn es ums Diskutieren geht. Ey, komm, da bin ich tausendmal weniger schlimm als Olaf. Wir reden auch nicht über Olaf. Du bist ja allgemein schon schlimm genug. Olaf ist eine Katastrophe, wenn es ums Diskutieren geht. Das Problem bei ihm ist aber immer, ist nur, er hat fast immer recht. Oh wow, jetzt muss ich hier unten lang. Also, ganz ehrlich, wer hat sich... Warum macht Minecraft solche komischen Löcher auf einmal? Welche komischen Löcher? So random gespawnte Schluchten oder einfach wirklich nur tiefe Löcher. Das ist... Wieso ist die Akku auf dich? Weil es für sie im Wald dunkel ist. Ja toll, jetzt schlägt sie mich. Viel Spaß. Na. Schau, du weißt noch, wo es lang geht. Ich kleb dir an deinen Fersen. Jetzt mal schön ihn ziehen lassen. Immer wieder witzig. Ich glaube, an unserer Schule gibt es morgen eine Katastrophe. Soll ich mir was sagen? Meine Kinder haben nächste Woche noch Ferien. Das wollte ich gerade gar nicht hören, Ike. Aber ich hab's dir trotzdem gesagt, einfach nur um dich zu ärgern. Ja, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. So. Wie viel Schrott hast du? 12. 12, da kriege ich doch ein bisschen bestimmt ab, oder? Nein, das sind 3 Netherite. Stimmt, ja, muss ich ja nochmal. Ja, stimmt. Ja, hab ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, machen wir halbe von mir aus. Hab ich jetzt. So, oder? Jeden von euch ein Ingot oder so gegeben, aber nicht, wenn ich nur 3 selber besitze. Musst du nie essen? Ich habe gar nicht dran gedacht, dass du das ja nochmal durch... mir fehlen nur 1,5. Durch 4... Mir fehlen erst 1,5? Ja, und jetzt 2 erst. Aber warte mal, wenn wir jetzt gerade hier sind... Hey, mein Punkt ist jetzt endlich aufgetaucht. Und er ist ganz klein. Meine ist immer noch klein. Dumme Frage, wenn ich etwas auf Netherite upgrade, übernimmt es die Haltbarkeit, oder? Also es wird nicht repariert. Und verbessert. Nein, es wird nicht repariert. Doch, wird teilweise repariert. Ja, ja teilweise. Ja, und zwar, der weiß ja, wie viel kaputt ist und wird dann halt das Kaputte vom Netherite abgezogen. Aber ist für mich nicht reparieren. Ja, okay, dann muss ich, werde ich mir eine neue Diamantspitzhacke machen müssen. Warum schwimme ich schneller als du? Boah, du kannst sie auch einfach mit Diamanten reparieren. Hast Feuer. Du, Dings auf deinen Schuhen? Ach, CO2. Du bist echt, leider. Hast du da? Also, ja. Ich hab gerade keine Diamanten. Ja, das habe ich alles auf meiner anderen Rüstung. Weil, dann verlierst du nicht die Verzauberungen, wenn du die im Amboss reparierst. Aber jetzt muss der Herr mal essen. Würde ich aber dir empfehlen, bevor du das dann zusammen craftest, weil dann sonst brauchst du zum Reparieren immer diese Ingots. Nämlich. Also reparieren werde ich auf jeden Fall vorher, wenn dann. Wow. Einmal übers Boot gerannt. Bist du drin, ja? die Richtung müssen wir. Wir sind schon bei 6000. Das heißt, wir kommen hinter Justin seinem Haus raus, da können wir ein paar... Hast du TNT mitgenommen? Nee. Scheiße. Nein, das habe ich gehört. Was? Nein, ich bin ganz lieb, ich habe nichts gesagt. Nein, ich bin schneller in deinem Haus aktuell. Du weißt schon, Ike oder irgendwer verlässt das Projekt, wenn Ikes Haus in die Luft fliegt. Also ich habe...
und das ist jetzt, ich sag mal so, ich hab da, nach der Hälfte des Farms war mein Inventar voll und ich hab ein komplettes, eine komplette Kiste voller Netherrack jetzt. So gut war meine Ausbeute nicht. Hey, der Punkt von uns wird, von meiner Karte wird größer. Wenn du deine Karte offen hast, wo ist denn der Punkt gerade? Unten links in der Ecke. Okay, da hast du eine ganz andere Karte wie ich. Bei mir sehe ich sogar den Wassertempel auf der Karte. Dann hast du wirklich eine ganz andere wie ich. Warte mal ganz kurz, ich muss nach Süden. Dann schwimm du mal zu deinem Punkt und ich gehe mal zu meinem. Weil bei mir ist noch gar nichts aufgedeckt, ich muss hier immer quer durch den Wald. Wo sehe ich nochmal die Richtung? Ost, da. Okay, ich muss Nordwest. Justin? Ja? Ein Diamanten haben. Muss ich überlegen, nachdem du mich so viel geärgert hast. Nein, kannst du dir rausnehmen. Ich glaube, es sollte genug sein, um meine Spitzhacke damit zu reparieren. Wie bedeutet sie denn kaputt? Ich werde sie mit einer anderen zusammencraften vorher, damit ich Fortune 3 bekomme und danach sollte sie, ist sie ungefähr halb. Ein Punkt gleicher oder beide reicht. Viertel reicht dann für ein Diamant. Bei halb brauchst du zwei Diamanten, meine ich. Ja, hat gereicht. Ich hab meinen auch gleich erreicht. Wow. Kann es sein, dass eigentlich in diesem Truhen immer dasselbe drin ist? Nein. Nicht immer. An sich ja, weil sie haben einen festen Loot. Oh, nee. Ja, aber es kann sich variieren. Bei meiner ist schon eine Tür. Bei meiner ist schon eine Tür. Soll ich mich irgendwie abholen wieder? Könnte ja sein. Ich hab hier ein Boot, keine Sorge. Theoretisch könnte das auch doch möglich sein. Gibt doch bestimmt seltene Kisten auch, wo mal Dia-Sachen drin sind. Was hatten wir gesagt? Ich glaube nicht, unter Wasser nicht. Ja. War der Dark Ore? 6000 und. Also Quatsch. Minus 6000. Und. Ne, minus 8000 und 6000. Minus 8500 und minus 6000, plus 6300 ungefähr. Ja, nachdem wo sie jetzt bei uns der Ort, am Anfang der Mine. Ich brauche ein bisschen Kohle. Dann besitze ich nicht. Ich auch nicht mehr. Das hier ist sogar gerade das Gebiet, wo. Was mich jetzt so beunruhigt, hier läuft irgendwo eine Hexe rum, weil hier so Spinnen mit so Partikeln rumrennen. Nee, das hat nichts mit Hexe zu tun. Nein? Und hier ist ein Schiff. Wie bitte? Die spawnen auch so dadurch, dass wir auf Hard sind und mit den Hardcore-Mobs. Ah, okay. Ich hab gedacht, die müssen dafür erstmal bei der Hexe abgeworfen sein. Nee, auf Hard können generell unsichtbare Spinnen auch spawnen, dann sieht man nur die Augen. Ja, okay, unsichtbar wusste ich jetzt nicht. Also das ist standardmäßig von Minecraft so und laut Ike, also Angaben deswegen ohne komplette Gewehr, weil ich es nicht weiß, laut Ike können sie halt durch die Mods oder das Plugin eher gesagt auch an sich mit noch anderen Effekten spawnen. Ja, warte mal. Nee, nicht durchs Plugin, das war Blood Moon, dass du Effekte kriegst, wie Wither und sowas. Nee, die Spinnen meine ich. Nee, das ist Standard Vanilla, wenn die so blubbern. Ja? Ja, okay, das ist. Die hast du auch auf Eldercraft, wenn du auf die Farmwelt Hard gehst. Da rennen die auch rum. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich auch nicht, dass die auch vanillamäßig so spawnen können. Aber das hatte ich noch nie. Ich hatte halt bisher immer, wenn überhaupt, unsichtbare. Unsichtbare hatte ich auch noch nie.
Oder mit ich schon, ich bin super dann, erschrocken. Dann geh mal bei Eldercraft in die Farmwelt 3, die auf Hard gestellt ist, und renn dort nachts mal rum. Da siehst du Blubberspinnen, unsichtbare Spinnen. Alk, ich bin zu Hause. Ja, ich bin auch gleich da. Ich sehe schon dieses komische Sandkonstrukt. Diese kleine Mini-Wüste, die aus 5 Blöcken besteht. Und hier ist so die Insel, wo ich gestorben bin. Ich hatte nämlich noch ein Schiffswrack gefunden. Und willst du mich verarschen, hier ist noch eins. Nee, wollte schon sagen. Aber ich habe wieder 2 Herz des Meeres. Aber den Wassertempel, den müssen wir uns vornehmen. Ich brauche die Steine. Für was? Für den Konduit, damit ich bei mir unter Wasser atmen kann, wenn ich dort baue. Können wir gerne machen, aber ich würde halt vorher dann gerne Potions haben mit Water Breathing. Ja, so schnell werden wir da nicht hingehen. Und Türen. Türen braucht man keine, wenn man Water Breathing Tank hat. Nee, aber meint ich, wenn die alle sind, die Tränke dafür? Wenn du die rechts machst, halt die 5 Minuten oder so. Okay. 2 Fire Charge. Wie halt man noch die Tränke? Blast Protection. Du darfst halt nur nicht die Probe, also nicht die Gaswaren, weil ich finde die. Curse of Vanish könnt ihr behalten. Die gehen zu schnell leer. Achso. Oh, jetzt ist irgendein. Oh, mein Helm ist kaputt gegangen. Shit. Muss ich ja bei Dark, bei Ike mal anfragen, ob ich Partias bekommen muss. Ich muss erst mal gucken, wie viel ich noch hab. Könntest vielleicht auch einfach mal selbst anfangen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Hätte der Fahrer. Könnte ich. Sollte. Aber ich baue so. Ich baue so ein Haus. Also ich werde mich nicht mehr dieses Mal, aber nächstes Mal werde ich mich wahrscheinlich dran setzen, von den Villagern nochmal komplett eine Dia-Rüstung, eine neue zu bekommen. Ja, das dann könnte in, ich. Dann in die Hölle gehen, Netherite Scrap sammeln, dass ich die komplett auf Netherite upgraden kann und dann gehe ich damit Dia sammeln. Ja, das könnte ich auch eigentlich mal machen, das stimmt. Was ich jetzt nur so komplett vergessen habe, bei meiner Planung vom Dach, wo ich die Fenster reinsetze. Das Eingang. Ich habe komplett die Planung außen vor gelassen. Schlecht. Wobei, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass ich ein paar Dias zu meiner Kiste habe. Kann das sein? Also du solltest eigentlich einen Stack Dias haben. Ich hab 9 Dias. Fick dich doch, ey. Das ist nur so wenig. Als du vorhin gestorben bist, hatte ich zwischenzeitlich einen Stack Dias im Inventar. Ike. Ich wollte schlafen, ich kann nicht, ich hab hier einen kacken Mob. Ey, ich kann schlafen. Danke. Ich hab die Stack Dias von Ike kurz geliehen. Ah. Weil er hat gesagt, wenn meine Rüstung komplett weg ist, dann darf ich mir neue machen. Ach so, davon waren die. Kurze Frage. Die habe ich zurückgelegt, nämlich. Eher eine Netherite Picke oder ein Netherite Schwert? Wahrscheinlich eine Picke, oder? Picke. Wenn die mit Fortune 3, Unbreaking 3 und Efficiency 4? War doch bis zu 5 was.